Mal sehen, ob es geklappt hat. Teste die Armprothese. So gut wie neu. Ui. Moment. Meine Schande, aber ein böses Ding. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Na klar, wir haben noch Zeit. Ah, okay, können wir mal schreiben. Nee, die kann man sich was angucken. Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenbahngeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang! Aktuatorproblem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Ach, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich hab sie enttäuscht, Doc. Jupp, hast du. Oh, da kann man sich drüber so angucken. Ach, was an Höhe. Oh, okay. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Nein. Nein. Tschüss, du. So, sonst noch was? Muss man hier rum. Wenn wir schon dabei sind. Umgucken, gut. Habe ich ja gut gelernt. Anfangs habe ich Spiele gespielt, so. Sag ich doch. Schnell durch. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Diese Musik höre ich mir garantiert nicht. Erstmal ein paar Fitnessübungen. Wie viele Laborfeuer hatten wir bisher, Otto? 3? 4? Daran sieht man, dass wir Fortschritte machen. Aus der Asche der Fehlschläge entsteht große Wissenschaft. Dr. Octavius Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern. Okay. Irgendwie ein bisschen Lauschi-Lauschi machen, ne? Analysiert. Unbekannte Substanz gefunden. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Entschuldigung. Dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand ihrer Absorptionsspektrum zu identifizieren. Okay. Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die Absorptionslinien in Spektrum anhand. Bewege den Cursor mit L, also mit links, und drücke X, um einfach. Was sieht denn nach dem hier aus, ne? Platziere den Verfolgungsversuche. Okay. Dann das hier hin. Und das dementsprechend hier hin. Muster gefunden. Substanz identifiziert. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Verlasse das Labor. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Was? Kann ich so machen. Moment. Achso. Ich sollte gleich doch noch mal.
Ich weiß nicht, wie viel wird das Problem. Frage ich einfach. Was wollte Doc denn damit? Was ist das? Das ist das. Und das ist das. Wo ist da? Gefunden. Wunderbar. Also muss ich regelmäßig in Sabot diese Dinge machen. Cool. Ey, das ist... Das... Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Oh, alles klar. So. Moment, das hier. Moment. Nein, das ist nicht hin. Perfekt. Hydrogel-IPN. Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebeinterface. Alter, ich find's cool. Ich find das cool. Hm, kann ja noch was machen? Jetzt müssen wir hier gucken. Dafür ist das Labor. Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Lol. Geil! Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Oh, das finde ich cool. So. Easy! Sehr schön. Ganz glatte Reaktion. Minimale Greifkraft. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Ist das cool. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. So, kann ich da was machen? Ich glaube, wir haben hier Modelle jeder erdenklichen Prothese. Erst gestern haben wir eine außergewöhnliche Reaktionskaskade in der limbischen Brücke gesehen. Wir brauchen Ergebnisse. Keine Kaskaden, Doktor. Und Sie kriegen Ergebnisse. Vertrauen Sie mir. Unsere Arbeit wird immer vielversprechender. Die Reaktionskaskade war ziemlich beeindruckend. Das ist ein Mikroskop. Das rate ich doch, wir haben jetzt alles für. Komm, lassen wir das Labor. Ba. Ba da ba ba.
mein anderer Job. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Braves Spinnchen, aber ich muss auf die Toilette. Bis gleich. Buh. Gut, weiter geht's. Fortsetzen. So. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, Bewerbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er wollte Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Rede weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören. Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch, sobald dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Ich glaube, das wird nicht passieren. Hallo Juri. Ja, Juri war das. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Sieh mir mal den Turm an. Ich versuche das doch mal mit dem Ausschalten des Oberlegs mit dem Sinn, weil ich sehe. Ich gesehen habe, dass das Oberleg genau über dem. Und das hier ist aber schon. Ein Schuss. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Okay, das ist ein bisschen tricky.
einfach ein bisschen umdrehen. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Los! Pass auf, okay? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Schnapp sie! Erschaffen! Nicht alle! Holt ihn euch! Macht ihn alle! Was sollen wir dagegen tun? Kommt hier rüber! Macht uns fertig! Sehe ich nicht. Boom. Belohnung. Verbrechersmarken 1. Mal 1. Okay. Okay, erledigt. Vielen Dank. Stufe 2. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Okay. Nee, warte. Das wollte ich. Fähigkeiten. Was haben wir hier? Machen wir nicht. So. Ups. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist. Ich sagte, verschwinde. Oh, der Große macht mir ein bisschen Angst. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Hilfe! Hilfe! Lasst sie los. Oh Mist, Spider-Man. Hallo? Hä? Was ist falsch? Okay. Schau mal. Lasst sie los. Ja, ist klar, Spiel. Ich brech dir deine dummen Knochen. Nimm das, ein Spiel voller Netze. Okay.
Ist klar, Dari, geh doch mal. Ja! Ist klar! Mann, geh mir doch nicht auf die... Alter! Geht doch! Den Dreck. Hau ab! Oder sie ist tot! Lass mich los! Da war, glaube ich, ein leichter Kippenfehler. Oh. Alles okay, Man. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Na dann. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Man. Das heißt Spider-Man, Man. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Nein! So. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Viele? Für einen Rucksack, um Rucksackmarken zu verdienen, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Zeit. Ich könnte mich hier im Webpunkt sind, bestimmt, ne? Geil.
Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. 55 Fuchs. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Ja! Spider-Man, schnell ihn ab! Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wird dir leid tun. Sorry. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Corp repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Corp, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Corp ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Corps Unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ja, ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Ja, die Gefühle, die in dem Spruch. Hui! Soweit. So. Kranken. Rucksack in den Krankenhaus verschmissen. Aua. Nein. Halt. Ich hätte mir gerne. Bevor ich hier den Turm repariere, würde ich mir erstmal gerne den, was? Den muss ich hier krallen. Aber auch bitte, Spider-Man. Nachtclub für Picotto. Nice. So. Was war denn jetzt hier? Ex, was ich hätte machen können. Na gut. Gehen wir mal zu den dritten. Alter. Und auch so schwingen könnte wie Spidey. Hui.